geführt werden soll. Alle Pferde jetzt in den Boxen fürs erste Rennen. Und der Start erfolgt zum Preis der RGB Rennbahn Biergarten Gastro GmbH. Und wir sehen gleich den Führungsplatz bei Mont General an der Außenseite nach vorn gezogen. Dahinter ist dann dicht auf an der zweiten Position Sarina zu sehen. So geht es hier durch die Kastanienallee. Dahinter an der Innenseite auch Fabio gleich in Position. Außen hat sich ebenfalls Larsen Bay jetzt verbessern können. Dahinter sehen wir die Farben von Finch Hatton, dann Rose Bay und am Schluss des Feldes zunächst Eyasi. Die Teilnehmer ausgangs der Kastanienallee im Bogen Richtung Berg unterwegs und Mont General führt. Dahinter Sarina an zweiter Position. Drittes Pferd an der Innenseite ist Fabio. Dahinter Larsen Bay mit Rose Bay an der Innenseite. Dann wird Finch Hatton schon etwas geschoben, als es den Berg hinaufgeht und Eyasi ist nicht weit zurück. Das Schlusslicht im Feld, das sich mittlerweile auf dem Weg oberhalb des Berges befindet. Gleich sind es noch 600 Meter bis zum Ziel. Mont General führt hier vor Sarina das Feld Richtung Schlussbogen. An dritter Position dann Fabio, dahinter jetzt auch Larsen Bay unter Druck. Innen kommt dafür Rose Bay weiter, hat einen kleinen Stopp jetzt allerdings erfahren. Dahinter versucht sich von weiter zurück jetzt Eyasi zu verbessern und Finch Hatton am Schluss. Die Gerade ist erreicht, 400 Meter sind es noch und Mont General wird verfolgt von Sarina. Mont General mit Sarina, dahinter jetzt außen Fabio gebracht von Philipp Minarek. Larsen Bay dahinter mit innen Rose Bay und ganz an der Innenseite kommt Eyasi sehr schön in die Partie. Aber Mont General streckt sich 200 Meter vor dem Ziel. Mont General, Sarina außen, dahinter innen Rose Bay mit Eyasi. Mont General, Eyasi, Rose Bay kommen innen zügig auf. Eyasi, Rose Bay, Eyasi. Und dahinter Mont General, dann auf dem vierten Platz Sarina vor Fabio Larsen Bay und Finch Hatton. Und hier haben wir auch den vorläufigen Richterspruch zum ersten Rennen. Im Preis der RGB Rennbahn Biergarten Gastro GmbH siegte mit der Programmnummer 7 die dreijährige Stute Rose Bay. Auf dem zweiten Platz die 4 Eyasi und auf dem dritten Platz die 3 Mont General. 7-4-3 der Einladung.